Oh, und tatsächlich die Gruppe respawnt wohl, hä? Sprich, Freund. Das bin ich, Zeri. Okay, Schamanin. Ein Schwert, ein Feuer, Ardo. Alles klar. Auch. Ach so, das hat Gladys vorhin umgehauen. Attacke. Ein Fulminictus von der blöden Schamanin. Bei Angroschbart. Irgendwie hat der gezielte Stich keine Animation, kann das sein? Ja, der gezielte Stich hat keine Animation bei mir. So. Ei. Mandaya Iwan Banda. Deception. Ja. Sanja. Ich versuche mein Bestes. Mein Atem geht ruhig. Machen wir das so. Hier ist noch einer gewesen. Ich sehe die Hand. Lederbänder. Okay. Der Goblin hat nichts mehr. Kurzbogen und Lederbänder. Okay. Ach, Tatsache, die Goblins respawnen auch. Okay. Da könnten es doch die hier sein. Für Ardo! Sprich, Freund. Lustig, die Finte kriege ich normal hin. So ein Befreiungsschlag. So, jetzt sind es nicht mehr viele Goblins. Man sieht, die Schamanen und die Berserker sind so das Hauptproblem. Ja. Alaoyama. Aldrasora. Ei. Die normalen Rotpilze oder Goblins, wie man sie nennen möchte. Ja. Die halten nicht so viel aus. Die Schamane, die hat immer schön viel Zeug dabei. Ja. Mein Atem geht ruhig. Sand. So, jetzt haben wir aber auch wieder Zeug, was wir verkaufen können. Ich bin nämlich sicherlich wieder fast voll, ja. Dann gehen wir mal in die Stadt,
gehen zurück und gucken, ob die beiden Truppen nochmal respawnen, wenn wir das Zeug verkauft haben. Weil das hier ist die Brücke zur Stadt. Also noch bevor wir mit dem Hauptmann sprechen. Oh, der hat jetzt noch mehr Gardisten auf den Plan gerufen. Ja, ganz ehrlich, so eine Stadtmauer bringt nichts, wenn man keine Wachtürme wenigstens hat, die, um die Brücken zu überwachen überhaupt. Oh, hier sind doch noch zwei Fässer, die ich übersehen habe. Ausdauer, Trank, Seife. Gut. Nun. Hattest du eigentlich irgendwelche Rezepte? Magierstab, Ring der Ausdauer. Wer trägt eigentlich noch gerade keinen zweiten Ring? Vorgrim in erster Linie. Ich versuche mein Bestes. Achso, ein Ring der Körperkraft, an dem wäre ich dann am meisten interessiert. So, hier durch zur Krämerin. So. Weil Krämer haben ja meistens nicht wirklich was Tolles, deswegen können wir bei denen immer das Zeug loswerden. Also das, der ihr Inventar zum Müll, sage ich jetzt mal. Ohne uns großartig Gedanken zu machen. Gucken wir mal kurz Rezeptbuch. Ausdauerpastillen haben wir noch keine. Und Ausdauertrank haben wir auch noch keinen. Wir haben Rezept für Heiltrank, Wundpulver. Wir haben noch nicht mal für einen Zaubertrank ein Rezept. Selbst den sollten wir uns mal holen. Also wenn der Magister den hat. Und mal gucken, was für einen Ring wir noch für Vorgrim finden bei dem Magister. Nandus zum Gruß. Sucht ihr Hilfe in Belangen der Magie? Benötigt ihr... Ja. Große Tränke. Astralspeicherring. Ring des Lebens. Ring der Gewandtheit. Ring der Ausdauer. Was trägst du? Ring der Fingerfertigkeit. Na komm, kaufen wir dir den Ring des Lebens. Na klar. Dann hätten wir gerne den Ausdauertrank. Die Ausdauerpastillen. Na komm, kaufen wir auch den Oglinsud. Willenstrunk. Das ist ein sehr nettes Ding. Braucht aber Diamantstaub. Konstitutionselixier. Der ist natürlich nett. Braucht aber auch Diamantstaub und Drachenblut. Ja, der auch. Ja, für den Zaubertrank haben wir... Hat der gar kein Rezept, schade. So, jetzt hat Vorgrim Lebenspunkte. Könnten wir bei ihm sogar noch wieder steigern, die Lebenspunkte.
Weil wir haben auch schon einen Ring des Lebens an. Gut. Das heißt, wir können jetzt die Stadt wieder verlassen, wenn ich den Ausgang finde. Hier ist der Amboss. Gehen wir einfach da unten durch. Dann können wir mal gucken, ob wir noch mehr Gobbos zum Töten finden. Ja, für einen weiteren Punkt Konstitution braucht sie noch ein bisschen. So, mal gucken, wenn wir jetzt über die Brücke gehen. Passiert hier erstmal nichts. So, wenn wir jetzt den Fässern wieder zu nahe kommen. Passiert auch nichts. Wenn wir die Brücke überqueren. Nicht. Speichern wir mal. Gehen wieder zurück. Gucken, was dann passiert. Na gut. Reden wir dem Hauptmann. Ah, ihr seid zurück. Seid ihr nun bereit für den Kampf? Wegen der Goblin-Überfläche, die Talon plagen. Habt ihr Neuigkeiten? Ja, ich habe das Lager gefunden. Das sind gute Nachrichten, aber so wie es aussieht, können wir dem Oger noch immer nicht das Handwerk legen. Bürgermeister Stippwitz hat mir kurz nach eurem Aufbruch verkündet, der Stadtrat weigert sich auch nur eine Wache aus der Stadt zu lassen. Rein aus Gründen der Sicherheit, wie der Bürgermeister mir versicherte. In der Zwischenzeit werden außerhalb der Stadtmauern weiter Pilger und Bauern einen elenden Tod durch die Hände des Ogers und seine Bande sterben. Ein Irrsinn ist das. Ja, könnt ihr euch nicht gegen die Anordnung des Stadtrats wenden? Wohl da an. Dann werde ich den Oger eben alleine bezwingen. Der Stadtrat? Dann werde ich an eurer Stadt den Rat überzeugen. Ich bin nicht wie ihr durch eure Pflicht an den Wachdienst gebunden. So kann ich mehr Zeit darauf verwenden, den Rat umzustimmen. Fragen wir mal nach dem Stadtrat. Bürgermeister Stippwitz, Kaufmann Eirich und der hiesige Geweide, der ist der per Rheinbinde den Stadtrat von Talon. Sie entscheiden, wann die Wache eingesetzt werden soll und wann nicht. Ohne ihre Zustimmung müssen wir hinter diesen Mauern bleiben. Ich sage es nur ungern, aber es sieht ziemlich düster für uns aus. Es mag düster aussehen, ja, dennoch glaube ich fest daran, dass es einen Weg geben muss. Kann man den Rat überhaupt nicht mehr umstimmen? Darum habe ich mich bereits bemüht, alles vergebens. Wer die Stimme der Vernunft im Gewande eines Untergebenen zu den hohen Herrschaften spricht, stößt sie oft auf taube Ohren. Dann werde ich an eurer Stelle den Rat überzeugen.
Da habt ihr sicher recht. Dennoch wird es nicht leicht. Ihr werdet zunächst das Vertrauen aller Ratsmitglieder gewinnen müssen, bevor sie euer Anliegen ernsthaft Gehör schenken. Mit der nötigen Geduld wird mir dies sicher gelingen. Ihr werdet sehen. Sagt mir bitte noch einmal, welche Bürger...